het onderhoud met Marten Toonder bewaar ik de beste herinneringen. We genoten er allebei zichtbaar van. Misschien omdat ik als student een scriptie over de eerste levensjaren van Olly B. Bommel had geschreven. Ik voelde me dus thuis in mijn onderwerp. En dat is altijd prettig voor een gast. Als kind leerde ik lezen uit een van de boeken van Toonders vrouw, Vinnie Dick. Pijper het bosmannetje. Ook dat hielp. En dan zijn belangstelling voor occulte Ierse zaken. Als ik ergens mee opgegroeid ben, dan is het wel met het geloof dat de natuur vol ongeziene krachten zit. Toonder geloofde in leprechauns en de she, zoals mijn moeder. Nog een band. Niet onvoorwaardelijk, maar zoals het Ierse vrouwtje dat elke avond een bordje eten voor de kaboutertjes buiten zette. Gelooft u echt dat ze bestaan? Vroeg een nuchtere stedeling er eens. Nee, zei ze. Maar dat betekent niet dat je onaardig tegen ze moet doen. Zo harmonieus als het gesprek met Toonder verliep, zo stroef interviewde ik de Oost-Duitse schrijver Andreas Sinjakowski. In de machtige dagen van de Stasi werd hij als jongeling overgehaald voor de geheime dienst te werken. Een oudere man ontfermde zich daarover hem. Zijn homoseksualiteit speelde daar mijns inziens een onuitgesproken rol. Ik durfde het niet ook echt ter sprake te brengen. Wel vroeg ik hem, in hoeverre blijft een verrader een verrader? Sinjakowski's ogen spoten vuur. Waarom deze dämliche vragen? Vast een goede vraag, maar wat betekent in hemelsnaam dämlich? Ik zweeg dus maar omdat ik geen idee had wat te zeggen. Spannend was het wel, dankzij mijn domheid. Dames en heren, Adriaan van Dis. De geestelijke vader van Olly B. Bommel en Tom Poes viert zijn 80ste verjaardag. En ter gelegenheid daarvan verschijnt ook deel 1 van zijn autobiografie. Een beschrijving van zijn eerste 27 levensjaren. Er zullen nog 2 andere delen volgen. Marten Toonder heeft ook een literaire prijs gekregen, de Tollensprijs. En wel om de verrijking van het Nederlands, want hij heeft talloze nieuwe woorden aan het Nederlands toegevoegd. Reden voor een gesprek. Marten Toonder. Meneer Toonder, wat mag ik u te drinken aanbieden? Witte wijn, rode wijn, water? Water graag. Zonde van de wijn. Zonde van de wijn? Ja. De mond nat te houden, bedoel ik. Ja, oh, maar is het dat het alleen? Je mag ook de geest daarmee voeden. Maar nou, nee, dat ene glaasje doet dat niet. Okay. U heeft ooit eens gezegd, dat vond ik wel een aardig uitgangspunt voor iemand die een autobiografie gaat schrijven. Er is niets zo vervelend als een autobiografie. Als je daar geen fictie van maakt, is het niets. Dat is toch, ja, dat u dat aanhaalt. Want ik zit eigenlijk een beetje beschaamd hier, ja? Met die autobiografie. Ja? Ik heb mijn hele leven gezegd dat dat niet een echt boek is. Hè? Vooral in Nederland wordt er zoveel geschreven door mensen die alleen maar hun eigen leven beschrijven. Alles maar weer opnieuw in verschillende visies. En ik heb natuurlijk in mijn hoogmoed gedacht dat ik een ander vak had gekozen door het maken van strips. Dat wil zeggen tekeningen met teksten. En ik had verhalen te vertellen. En dat zijn geen echte verhalen. Nou ja, daar zitten, want ik dacht dat fictionele element zit er misschien toch in. Want ik heb nog nooit in mijn leven een biografie gelezen. Want de schrijver zich herinnert dat hij als kind van 3 maanden een luier aangelegd krijgt. En dat hij vanaf de commode in een gapende afgrond van 3 hoog naar beneden kijkt. Dat weet u zich nog te herinneren? U gelooft het niet? Nou, nou ja, ik dacht, misschien is dat fictionele element. Nee, het is nee, echt waar. Nee, dat is echt waar, ja. Ja, ja. Daarom weet ik zeker dat ik leef. Want die gaan. Er zijn weinig mensen die zich bewust zijn op een gegeven moment dat ze leven, dat ze er zijn. Meestal gaat het zo heel geleidelijk. Ja? Je wordt geboren, maar je weet dat niet. Dus heel langzamerhand ga je een beetje denken. Maar nooit dat ene moment van ik leef. Dat bestaat eigenlijk niet. En dat moment heb ik wel gekend. Omdat ik bang was voor de dood. Toen? Op toen u 3 maanden oud was? Toen ik 3 maanden oud was, ja. Toen lag ik inderdaad, dat zegt mijn moeder, ik naast een raam. Ja. En als je uit het raam keek, dan keek je diep beneden je naar een binnenplaatsje.
En zij was bezig met een luier. Het was een zeer onwaardige positie. En ik keek naar beneden, niet naar mijn moeder. Dus ik heb mijn moeder niet als eerste gezien. Ik keek naar beneden en zag die pijlloze diepte. En toen heb ik een enorme angst gekregen, een duizeling. En daardoor begreep ik dat ik leefde. Door maar het is angst. Nu, u zei net dat zij mijn moeder. Het is niet zo dat uw moeder dat keer op keer herhaald heeft. Nee, nee, ik heb mijn moeder gevraagd. Is het waar? Is het waar? Ik heb deze herinnering. Is dat nee, waar? Nee, ik vind het wel indrukwekkend. U heeft deze. Bent begonnen aan de autobiografie eigenlijk om de herinneringen aan uw overleden vrouw, Vinnie Dick, levend te houden. En niet alleen levend te houden, maar om ze als het ware weer op te kleuren. Om daar de prettige dingen te herinneren. Ze was de enige die begreep wat u bedoelde, zoals u zegt. Dus dat is ook wel aardig om te lezen. Als je begrijpt wat ik bedoel, zij begreep het in ieder geval. Zij begreep het, ja. Ik heb in haar leren lezen, ik heb ze nog meegenomen, Pijper het Bosmannetje. Lekker gemoerd en ingekleurd. Oh, dus ik begin prachtig. Ook zeer trots dat u daar, kijk, voor Atje. 16 december 1952. Wat? Ik zou bij zeggen, u mag ze hebben, maar u heeft ze vast zelf al. Maar het grappige is, Vinnie was uw buurmeisje. Hoe lang bent u met elkaar geweest? Vanaf mijn 16e jaar. Dus hoe lang? We zijn 56 jaar getrouwd geweest. Maar daar gaan al een paar jaar vooraf. Bijna 60 jaar, misschien wel langer. Ja, wel langer dan 60, ja. Nou heeft zij dus ook geschreven, Pijper het Bosmannetje, daar werkte ze voor de oorlog al aan. Schreef zij nou eerder dan u? Ja, ja. Zij schreef eerder, zij is begonnen te schrijven. En toen ze mij bezig zag met tekeningen, vond ze dat erg interessant. Want tekenen deed ze ook heel graag. Ja. En zij zag dus de manier waarop ik die poppetjes tekende. Daar was een poes bij, heel toevallig hoor. Toen zei ze, goh, ik ben bezig met het schrijven over een poes. Dus hoe doe je dat? Dat heb ik ervoor gedaan en ze heeft dat nagedaan. We hebben samen die poes opgebouwd. En zij heeft er dus een Michelintje van gemaakt en ik heb er Tom Poes van gemaakt. En heeft u haar nou geholpen met het tekenen of was het een wederzijdse bevruchting? Het was wederzijds, ja. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik het haar geleerd heb. Maar we hebben allebei dingen ontdekt, al tekenende eigenlijk. En daardoor een beetje gemeenschappelijke stijl gekregen, vooral in het begin. U had ook een soort gemeenschappelijke achtergrond. Beider vader was kapitein. Ja. Nou heeft u ook over een kapitein geschreven, Kappie. Ja. Kappie staat voor uw papie? Nou, niet helemaal hoor. Familie nee. Lacht hard op de tweede rij, dus het zal wel waar zijn, of niet? Nee, ze vindt het leuk. Maar... Oh, nee. Maar is het waar? Het is niet helemaal waar, nee, nee. Dan zou ik hem onrecht doen, hoor. Maar het is er natuurlijk een beetje op geïnspireerd. De zee heeft, zowel voor mijn broer Jan Gerhard, als voor mij heeft hij altijd een hele grote rol gespeeld. Maar ik wist niet, maar wel door de onvolprezen heer Matla, die van de Matla Verzeichnis, de man die echt meer over u weet dan uzelf. Dat uw vader een roman heeft geschreven, Klei en Zout Water. Ook een autobiografie. Ja, ja. Dat, helaas komt dat nog niet aan bod in de eerste 27 jaren van deel 1. Nee. En het wordt genoemd in de flap, maar dat zal toch een beetje waar zijn, dat het de beste maritieme verhaal in Nederland is. Dat was het althans toen het uitgegeven werd. Dat was toch vervuld met trots. Ja, oh ja, en terecht. Maar als ik lees hoe uw vader beschrijft, dan denk ik dat het een man is die er wel heel vaak niet was. Ja. U zegt, ik heb eigenlijk misschien wel geen ouders gehad, zegt u ergens. Ja, dat kan ik nu zeggen. Ik bedoel, nu ben ik ouder als toen hij dat boek schreef. Huh? En als ik het nu achteraf naga, dan hebben mijn ouders absoluut geen indruk gemaakt op mij toen ik jong was. Mijn vader was een legendarische figuur waarover wel veel gepraat werd. Maar ik had altijd het idee dat hij ergens op een onbekend stuk wereld rondzwierf, vol gevaren en ellende en daar voor ons het brood verdiende in omstandigheden die ik niet begreep. Dus hij was een Sinterklaas, een soort legende, een vliegende Hollander. En mijn moeder die was nogal depressief van aard. Die zat veel en keek voor zich uit of ze las, was afwezig. Hield zich niet veel met ons bezig. Zodat mijn broer, zowel als ik, een eigen wereld maakte.
U vertelde elkaar verhalen en die verhalen waren werkelijker dan de werkelijkheid. Juist. Ja. Dat kan je doen als je jong bent. U zegt, ik groeide op met Art Nouveau, Fritz Lang, Charlie Chaplin, Laurel Hardy, Gustav Klimt. Allemaal niets van doen met mijn geschiedenis. En dan later zegt u nog ergens van behangers kunnen geld verdienen met schilderen. En het lijkt wel of u een soort afkeer van de moderne had. Of althans, in uw tijd, met uw tijd geen aansluiting had. Nee, met die tijd had ik geen aansluiting, nee. Ik denk dat ik te romantisch was. En die tijd, de tijd van de moderne schilders en dergelijke, die is zeker niet romantisch. Het is een introvertie, een naar binnen gaan, een egotripperij eigenlijk. Zij maken schilderijen die zij mooi vinden. De hele abstracte kunst berust op het onderbewustzijn van de schepper. Die houdt geen rekening met de medemens. Het is geen poging tot communicatie. En ik geloof dat dat het hele geheim is van de voor- of de afkeur. Maar dat vond u belangrijk, om iets te maken wat anderen leuk vinden? Ja, een behoefte aan communicatie eigenlijk. Je wil iets meedelen. Ook als je een verhaal vertelt, dan wil je meedelen hoe de stemming was en hoe de natuur eruit zag. En zelfs wat voor pak die aan had en wat voor karakter die had, dat zit je allemaal te omschrijven. Maar als schrijver bent u in zekere zin een verteller. Daar is de Nederlandse literatuur ook niet echt ontvankelijk voor vertellers. Nee, inderdaad. Nee. Dat steekt u ook? Ja, bijzonder. Laten we eens gewoon zitten knorren potten. Hebben ze u zo tekort gedaan in het leven? Nee, dat niet. Maar ik voel het als een verarming van de Nederlandse literatuur eigenlijk. Dat de vertelling zo ontzettend op de achtergrond is en geen rol speelt. Dat is heel, heel jammer. Heel jammer. Daarom ben ik zo tegen autobiografieën. Maar dat communiceren met uw publiek, hè, tekeningen maken, verhalen schrijven die begrepen worden, dat heeft u geen windeieren gelegd. Met aan de ene kant wereldvreemd, aan de andere kant bent u een zakenman. U heeft een toonderstudio's opgericht. Was het een conflict om aan de ene kant inspirator te zijn en tegelijkertijd zakelijk leider te zijn? En de mensen ook als een soort achter de tekentafel te houden? In feite was dat natuurlijk zo. Mijn broer heeft ook altijd gezegd, je moet daarmee uitscheiden. Dat zaken doen, dat is funest. Zaken doen is slecht. Dat is het ook. Maar dat besloot u pas toen de kassa klopte en u wat overhield? Ja, daar zit iets in. Ja, zo ongeveer was dat. Maar veel dingen hebben twee kanten bij u. Hè? Je probeert toch als lezer ook terwille van de communicatie hier allemaal diepzinnigheden in te zien. En dat zien veel mensen in uw werk. Dat zitten er ook beslist in. De twee kanten, het yin, het yang, het mannelijk-vrouwelijke, anima, animus, hè, jong, waar u door beïnvloed bent. Dat zien we bij Olly B. Bommel, die het hart zou vertegenwoordigen, Tom Poes, het verstand. Ja. Hollewijn, Wiebel, Panda, Joris Goedbloed, Kappie en de Maat, zou je zelfs kunnen zeggen. Wanneer bent u zich eigenlijk bewust geworden van die dualiteit? Pas heel laat eigenlijk. Het begin is volkomen instinctief zo gegaan. Niet bewust van, nou ga ik het op die manier doen. Ik geloof, als je dat doet, dan wordt het weer redelijk. En dan ben je weer met je verstand bezig. Je moet die dingen op je gevoel durven doen. Maar zit er nou iets diepers in? Dat mannelijk-vrouwelijke yin-yang? Of is het gewoon omdat je anders geen goed verhaal kunt vertellen? Nee, het is heel diep, hoor. Ja? Het is heel diep. Hoe diep? Het maakt een mens een mens. Zo diep is het wel. Ik bedoel, de hele leven, de huwelijken, de vriendschappen, alles en alles hangt daarvan af. Van het begrip, hoe is het gevoel en hoe is het verstand? En hoe werk je op elkaar in? U werkt veel met occulte zaken. Gelooft u er allemaal in? Ja, nou, voor een groot gedeelte wel, ja. Ja? Ja, dat wel, ja. Maar hoe beïnvloedt dat geloven in die bovennatuurlijke zaken uw leven? U gelooft in reïncarnatie? Ja, ik kan wel ja zeggen. Maar dat is niet zo ongeremd als dat het... Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld, de volgende leven word ik een zwaluw of zo. Dat is geen geloof in incarnatie. Ik geloof in het voortbestaan van de geest. Dat wel. En niet een geest in de hemel. Want ik heb Dante gelezen toen ik 15 jaar was en gemerkt dat de hemel niet prettig is. Dus daar heb ik niet in geloofd en ook niet in willen geloven. Maar ik geloof wel dat de geest doorgaat, dat de geest absoluut is.
eigenlijk het ontstaan van de aarde en van alles en alle leven. En het leven zit zelfs in de tafel. Alles draait, alles beweegt. Het zijn deeltjes die eigenlijk niet eens bestaan. Dus alles is een fictie. En daardoor is incarnatie eigenlijk onherroepelijk. De vorm, dat is een ander ding. Ik geloof niet dat we in dezelfde vorm weer opnieuw geboren worden. Ik denk dat we andere delen erbij krijgen en andere delen eraf gaan. Dus herinneringen aan een vorig leven zijn eigenlijk ook niet mogelijk, omdat je in allerlei vreemde vormen terecht kan komen. Ik geloof wel dat je parten, gedeeltes van een vorig leven, dat je die wel kunt herinneren. Heeft u dat? Nee, heb ik niet. Ja. Nee. Komt het door Ierland dat u zo veel ontvankelijker voor die dingen bent? Want daar speelt het een grotere rol. Niet zozeer de reïncarnatie, maar de chi, de flitsende geest in die alleen maar in je ooghoeken dansen. Ja? U slaat me met stomheid. Ja. Ja, maar ik zit niet in uw ooghoek, ik zit gewoon lekker vet en rond. Nee, dat is niet waar. Ierland trok mij zo aan, omdat de Ieren begrepen wat ik bedoelde. Dat is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Ik bedoel, hier in Holland zijn dergelijke onderwerpen, nou, daar moet je een beetje mee uitkijken. Want je wordt heel gauw die man die kaboutertjes ziet. En dat is een beetje zonderlinge man. Maar Ierland, dat trok mij aan omdat het daar een heel gewoon verschijnsel is. Serieuze schrijvers als Yeats en zo hebben daar mooie boeken over geschreven en worden serieus genomen. Er zijn ontwikkelde mensen waarmee je erover kan praten alsof het normaal is. Daarom vind ik Ierland prettig. En kwam ik er ook als afgestudeerde binnen eigenlijk. Ik heb het daar niet geleerd. Dat niet. Was een landschap dat u al getekend had voordat u er ooit geweest was? Ja. Toch iets, misschien een soort déjà vécu? Ja, déjà vécu. Ja. Zou kunnen, toch? Dat zou kunnen. Ja, inderdaad. Die ervaring heb ik vaker gehad. Je moet er natuurlijk voorzichtig mee zijn, want je weet nooit of het echt waar is. Maar het overkomt je wel eens zodanig. Nou, even heel plat. Was het nou de belastingen of was het nou, of was het nou dat mooie Ierland? Nee, zeer plat. Ja. Hoor, ja. Ik moet u eerlijk zeggen, toen wij daar kwamen, was er geen sprake van belastingen. Nee hoor, we hebben daar 3 jaar geleefd als heel eerlijke belastingbetalende mensen. Nee, maar dat is dat even uit de wereld. Maar dank kijk, wat mij interesseert, u doet ook iets goeds voor Ierland. U heeft een fonds voor jonge kunstenaars. Ja. Dat weet men nog niet, heb ik de indruk. Wat doet u daar precies mee? Nou, toen wij na die 3 jaar, zei die accountant tegen me, zou je nou niet eens een belastingvrijstelling aanvragen? En toen zei ik, wat is dat? En toen zei hij, je zit hier belasting te betalen en dat hoeft helemaal niet. Hm. Want kunstenaars hoeven niet echt belasting te betalen. Ja, dat was pas ingesteld toen. Dat was voor hem ook nieuw hoor. Maar ik had natuurlijk al een spaarpotje opzij gezet voor de belastingen. En de zaken gingen toen niet onbevredigend. Dus dat was een aardig potje. Toen dacht ik, dat is dan een aardige bijdrage die ik vrijwillig kan gaan doen. Ik betaal geen belasting. Maar het betalen van belasting heb ik altijd een beetje hinderlijk gevonden. Omdat er dingen met je geld gebeuren waar je niet achter staat. En veel onzin wordt het uitgegeven hoor, dat is zo. En ik dacht, nou kan ik belasting betalen op mijn manier. Ik vind dat de kunstenaars hier in Ierland, die krijgen helemaal geen ondersteuning, niet zoals hier of wat. Er bestaan haast geen fondsen. En als ze een 100 pond krijgen, dat staat in de krant. Dus toen heb ik een fonds gesticht, een award ervan gemaakt. En toen waren ze zo verbaasd over. Toen hebben ze dat dus mijn naam gegeven. Dus nou, elk jaar sta ik ook een keer in de krant als Toonder Award. Hartstikke goed. Ja, dat is mooi. En nu dan de Tollensprijs voor Toonder. U heeft gezegd, het ontvangen van een literaire prijs is een daad van corruptie. Vervelend, hè, als je die dingen allemaal zegt. U weet zoveel. Dat staat allemaal gewoon in het onvolprezen bulletin. Heel goed. Ja. Ja. Ja, u hebt gelijk. Maar ik geloof op mijn leeftijd dat ik daar overheen mag stappen.
Het is ook maar 4000 gulden, zo erg is het niet. Het is u verleend wegens de verrijking van de Nederlandse taal. Hè? Woorden als denkraam, minkukel, kommer en kwel, breinbaas, zielknijper, die zijn allemaal van u. Zijn er nou ook woorden waarvan u gehoopt had dat ze in goede aarde zouden vallen en zouden worden overgenomen en waar het niet bij gelukt is? Nee hoor. Ik heb die hoogmoed nooit gehad. Ik heb geschreven wat ik leuk vond en daar hield het mee op. En ik was verbaasd en natuurlijk ook wel prettig aangedaan als ik merkte dat een ander begreep wat ik bedoelde. Daar komt het op neer hoor. Hoe vindt u nu al die volwassen mannen, ik heb er nogal wat ontmoet afgelopen week, toen ik me ging voorbereiden, die zo geweldig bommeldeskundig zijn. En je komt kerels, 40, baard, alles eraan. En maar vol plakplaatjes in huis. En vind je een beetje kinderachtig? Verbluffend vind ik het. Ja. Kinderachtig wil ik niet zeggen. Nee. Dat is niet aardig. Nee, dat zijn toch aardige mensen? Ja, ze zijn erg aardig. Maar er zijn ook bijvoorbeeld, hoe heet die mensen, cardiologen. Die een of andere ruis rondom je hart. En dat noemen ze het kukeleffect. Ja, is dat niet leuk? Ja, het is... Ja. Goed, het is ook leuk. Maar tekent u nog? Nee, ik teken niet meer. Nee. Waarom niet? Ik ben klaar. Nooit zomaar stiekem een krabbeltje? Stiekem een krabbeltje, ja. Dat nog wel. Maar ik heb het doel is eruit, hè. Ik had zo'n doel. Ik moest een verhaal vertellen met die tekeningen. U woont in Greystones. Dat ligt onder Dublin. Ja. Alleen? Ja. Met de wind? Met de wind. En de zee? De zee. En hoe valt u dat? Goed. Het is moeilijk geweest. Heel moeilijk geweest toen ik ineens alleen daar was. Maar zoals het nu is, zou ik er niet vandaan willen. Nee. Nee, dat geeft je een gevoel van eenheid met die natuur en met dat oerleven eigenlijk wat er is. Meer als dat je hier in de stad zit. Ik kan niet klagen over dat in de stad zitten hoor. Dat zijn niet anders dan aardige mensen die ik ontmoet. Ze zijn zo vreselijk aardig tegen mij. Dus daar gaat het niet om. Maar ik zal toch weer heel blij zijn als ik daar tussen de zee en de wind in de bergen zit, ja. Ik dank u voor het gesprek. Andreas Sinakowski woonde tot zijn 25e in Oost-Berlijn. Op zijn 18e kwam hij in contact met het ministerium voor staatssicherheid, de Stasi. Hij vond daar een vaderfiguur en besloot voor de spionagedienst te gaan werken. Sinakowski komt uit een totaal verscheurd gezin. Hij is jood, homoseksueel en heeft een literaire belangstelling. Maar dat belemmert hem niet in zijn verraderswerk. In 1985 wordt hij naar het westen gestuurd om daar zijn activiteiten voor te zetten. En dan meldt hij zich bij de politie en zet een streep onder zijn verleden. Nu heeft hij dat bizarre leven te boek gesteld. Na een lang rokend zwijgen, heet het in de Nederlandse vertaling. Andreas Sinakowski. Herr Sinakowski, bitte Ihre Beine unter den Tisch. Unter den Tisch? Ja, das glaube ich doch besser, ja? Für den Tisch. Ja, für den Tisch. Was möchten Sie trinken? Wasser, Rotwein oder Weißwein habe ich auch. Warum oder? Ich weiß auch nicht. Weil mein Deutscher, das ist ja, ich mache nur ein deutsches Lahm. So ich oder nichts. Ja? Nein, dann nehme ich also einen Rotwein. Ein Rotwein. Herr Sinakowski, auf Deutsch heißt das Buch Das Verhör. Und derjenige, der das Vorwort geschrieben hat, nennt ihr Buch eben eine Art von Interview. Ja. Auf Holländisch, Metamorphose, ist es ein Roman aus Berlin. Was ist geschehen? Ja, das ist der lange Weg nach Holland. Ist das alles nicht mehr authentisch, weniger authentisch jetzt? Glauben Sie jedem Buch?
Ich habe das deutsche Buch gelesen. Ich weiß, ja, das hätten Sie nicht tun sollen, denn das Vorwort ist ein Fake. Sonst konnte ich nicht Deutsch mit Ihnen reden. Es ist schon schwer genug. Na, wir können auch in Niederlands sprechen. Ja, halb Niederlands, ja. Ne, wir versuchen, Deutsch zu reden. Versuchen wir das. Ja. Also mir gelingt gut, es meistens. Ja, gut. Aber was ist passiert? Warum haben Sie das Also erstmal war der Titel Het Verhoor, das Verhör, ja, war im Holländischen, glaube ich, besetzt. Ja. Ich glaube, kein allzu neuer Titel, ein älterer Titel, mhm, aber gut, wir haben gesagt, dann verändern wir das. Das Vorwort im Deutschen war gerade bei diesem Thema, hat ganz Deutschland nach einem Sachbuch geschrien. Mhm. Und hat gesagt, also es ist tabu in Deutschland, über bestimmte Themen Belletristik zu machen. Und dann habe ich gesagt, na okay, dann mache ich das mit einem Vorwort und dann mache ich daraus einen Fake. Und das hat also wirklich alle Feuilletonisten sehr verwirrt. Und so, das wollte für die Deutschen ist es fast unmöglich, um... Es ist für die Deutschen unmöglich. In Deutschland hat man Jahrzehnte und man diskutiert bis heute, ob Paul Celan über den Zweiten Weltkrieg und über den Holocaust ein Gedicht machen konnte. Und genauso ist die Situation heute. Kann man über Ostdeutschland, kann man über alle Probleme, darf man? Das ist ja immer die Frage in Deutschland. Dürfen Sie das? Darf man darüber einen Roman machen? Und in sehr, sehr vielen Lesungen bin ich da angeschrien worden, warum haben Sie kein Sachbuch geschrieben? Und ich sage, ich bin kein Sachbuchautor. Aber was da steht, es ist doch authentisch. Zum Beispiel... Ja, kann ein Roman nicht authentisch sein? Ja, das kann, aber Sie können, was man hier liest, ist ja alles so unglaublich. Es ist alles so surreal. Solche schreckliche Sachen liest man. Ihre Jugendzeit zum Beispiel. Aus was für ein Elternhaus kommen Sie? Aus einem sehr positiven Elternhaus. Also, wenn man das überlebt hat, dann überlebt man auch schlechtes Essen. Also. Aber Ihre Mutter war im Gefängnis? Ja. War eine Unlustmörderin? Eine Unlustmörderin, ja, so kann man es nennen. Ja. Alkoholikerin? Ja. Stiefvater war ein Kindmissbraucher? Ja. Vater war weg? Ja. Der war auch im Gefängnis. Ach so, so. Ja. Und, ach, armer Bub, was hat er gemacht? Er hat versucht zu überleben und guck mal, also, es ist doch gelungen irgendwie. Also, nein, es war. Was kann man machen, wenn die Eltern sich nicht um die Kinder kümmern? Was kann man machen? Da muss man als Kind versuchen, irgendwie selbst zu überleben. Das ist also das Problem. Das geht sehr, sehr schlecht, aber wenn du leben willst, dann hast du keine andere Wahl. Also diese Frage ist... Nein, geh weiter. Diese Frage ist sehr, sehr problematisch. Also was kannst du als Kind tun, wenn deine Mutter sich abends den Pelzmantel anzieht und sagt, ich bin in 2 Stunden wieder da und du weißt als 5-6-jähriges Kind, sie wird jetzt, wenn sie anfängt, diese Nacht zu trinken, wird sie 4-5 Tage nicht kommen. Und dann bist du als 5-6-jähriger 4-5 Tage alleine in der Wohnung. Hm. Und dein Unterbewusstes versucht, Überlebensmechanismen zu finden. Du selbst kannst als 5-6-jähriges Kind gar nichts tun. Hm. Aber ist das ein guter Nährboden für einen Stasi-Spitz? Es ist... Nicht nur ein guter Nährboden für einen Stasi-Spitzel, es ist ein guter Nährboden für Geheimdienstagenten in USA, in Frankreich, in England, in Russland. Es sind überall dieselben Mechanismen, es sind überall dieselben Leute, die man anwerben kann. Denn heute wird nur die Frage... Das klingt alles wie eine Entschuldigung. Das ist Ihre Interpretation. Vielleicht, ich frage nur. Das ist keine Frage gewesen, das war eine Interpretation. Gut, das war eine Interpretation. Also widerlegen Sie das. Der Punkt ist der, heute stellt man sich immer die Frage zum Beispiel, ich habe das sehr aufmerksam auch in der niederländischen Presse verfolgt, es ist sehr, sehr viel hier über Stasi geschrieben worden, immer nur die Frage, wie kommt es, dass Leute mitgemacht haben? Aber man stellt sich nicht die Frage, was aus welchen Elternhäusern oder aus welcher Sozialisation kommen die Menschen, die nicht mitgemacht haben? Also da müssen doch unterschiedliche Faktoren vorhanden gewesen sein. Und, lieber Herr van Dis, Sie haben so viele Shows gemacht, lassen Sie mich einmal in Holland reden. Die Frage ist die ich immer stelle und diese Frage ist zum Beispiel in Deutschland nicht legitim, also sie ist tabu. Wenn ich frage, wie kommt es, dass aus einem Kind ein Albert Schweitzer wird und dass aus einem anderen Kind ein Adolf Hitler wird? Was muss da passieren?
Und die Antwort darauf in der heutigen Zeit, wir erleben ja nun, dass die Sozialwissenschaften immer mehr zurückgedrängt werden. Aber jeder ist verantwortlich für seine eigenen Taten. Ja, das habe ich doch, ich bin verantwortlich. Darum geht es doch überhaupt nicht. Ja, aber wenn Sie sagen, dass das ja, wofür sind denn dann, wofür sind denn dann die Eltern verantwortlich? Wofür sind die Eltern verantwortlich? Gut, sie sind verantwortlich für die, dass das Kind gut aufwachsen wird. Ja. Aber wenn es in Ostdeutschland mehr als, 100.000 offizielle Stasi-Arbeiter gibt und 250.000 Mitarbeiter, ja, dann gibt es so 350.000 Kinder, die eine schlechte Jugendzeit gehabt haben oder Eltern, die zu viel getrunken haben oder so etwas? Nein doch. Also ich habe mir einige Videos über Sie angesehen. Nein, wir reden jetzt nicht von Ihnen, wir reden von Deutschland. Es kommt darauf an, ob ich über Deutschland reden will. Ja. Und ich habe mir vorgenommen, mich nicht provozieren zu lassen, aber nach 3 Minuten gelingt Ihnen das schon. Ja. Diese Frage ist natürlich sehr simplifizierend. Ja, nicht nur ein Buch über Deutschland, es ist ein Buch über Menschen in Systemen, generell. Es ist ein Buch, ich habe mich damals auch mit der Frage beschäftigt, da gibt es einen Essay von Sartre über die Collaboration. Dieser Essay ist von 1944, das ist also gar kein deutsches oder ostdeutsches Problem, es ist auch ein französisches Problem gewesen und es ist auch ein holländisches Problem gewesen, Collaboration. Und er sagt, das ist also gar nicht neu, er sagte damals schon, Kollaboration ist in jedem Fall die Folge von Desintegration. Wenn sich jemand mit der Gesellschaft nicht identifizieren kann, wenn sich jemand mit gesellschaftlichen Spielregeln, mit Humanität nicht identifizieren kann, dann tut er das eben. So, das war so möglich, es gab so viele Stasi-Spitzel im Ostdeutschland, weil das Gesellschaft desintegriert war. Die Gesellschaft war völlig desintegriert, dieses Land war künstlich geschaffen. Die Menschen in der DDR hatten... Sie nennen es eine autistische Gesellschaft. Ich sage, es ist eine autistische Gesellschaft. Die Menschen in der DDR hatten keine Möglichkeiten, sich zu identifizieren. Und hinzu kam, sie konnten sich mit der deutschen Geschichte nicht identifizieren, denn deutsche Geschichte bedeutet in Deutschland auch Holocaust, bedeutet Shoah, bedeutet den Überfall der Nachbarländer. Und das war alles tabuisiert. Und man kann sich die Geschichte nicht aussuchen, man kann da nicht bestimmte Stücke rausschneiden. Und das Westen konnte sich nicht damit identifizieren, was hinter der Mauer gab? Sie haben doch Westfernsehen geguckt, oder nicht? Na, fragen Sie doch mal nicht nach dem Osten, fragen Sie doch mal nach dem Westen. Was haben die Westler gemacht, die als Touristen nach Ostdeutschland kamen? Ja. Die fanden das unheimlich bizarr und fanden das schön, für 25 Mark für das Visum da mal hinzufahren. Es war für sie Disney World. Ja, aber ich frage, Sie sagen, das war nichts, um damit zu identifizieren. Vielleicht war das irgendwo anders. An andere Seite der Mauer, oder nicht? Womit haben sich die Westdeutschen identifiziert? Ich frage, wo Sie sich mit identifiziert haben. Fragen Sie mich doch, zu welchen Zeitpunkten ich mich womit identifiziert habe. Denn das ist ja nicht, bis heute ist das ja nicht... Nein, wir reden jetzt von, dass Sie ein Kind waren, 18 Jahre alt. Da ist man kein Kind mehr. Junger Mann. Danke. Gerade für die Zeit, dass Sie eigentlich im Hande der Stasi gefallen sind. Ja. Und ich habe gefragt, ob es ein guter Nähegrund ist. Und Sie haben ja gesagt. Und Sie haben auch erklärt, wie die Gesellschaft so autistisch war, dass es auch viele Menschen gab, die sich vielleicht beim Stasi angeboten haben oder dafür gearbeitet haben. Das ist jetzt alles klar. Aber ich möchte nur wissen, Sie haben zum Beispiel geschrieben, dass Sie Idole gehabt haben. Manche, die die herrschende Ordnung kritisieren, waren Ihre Idole. Wolf Biermann zum Beispiel. Ich habe gegen seine Ausbürgerung protestiert. Da war ich 16 Jahre alt. Wie denn war es möglich, am 16 haben Sie dagegen protestiert, mit 18 arbeiten Sie für die Stasi. Was ist genau, war das ein langsames Prozess oder eine, wie sagt man das, Momententscheidung? Mit 16 habe ich noch die, also ich habe das auch in meiner Schulzeit erlebt. Ich habe also als Einziger oft gegen viele Dinge protestiert. Meine Klassenkameraden haben das nie getan. Und ich habe 18 Jahre lang immer nur erlebt, dass ich in diesen Punkten immer nur ganz alleine da stand. Und mit 18, als ich
das erste Mal mit jemandem zu tun hatte, der von der Stasi war, habe ich erst einmal 1,5 Jahre nicht gewusst, dass er von der Stasi ist. Das habe ich gar nicht gewusst. Also das kam dann später. Es war nur ein lieber Onkel. Es war ein sehr netter Mensch, den ich kennengelernt habe. Und vor allen Dingen, es war etwas, wonach ich, ohne es zu wissen, immer gesucht habe. Es war der Vater, der mir gefehlt hat. Und der zum ersten Mal, ich bin bei Pflegeeltern groß geworden, meine Mutter kam, als ich 9 Jahre alt war, ins Gefängnis. Dann war die Frage, komme ich in ein Heim oder komme ich zu Pflegeeltern? Dann bin ich zu Pflegeeltern gekommen. Und dann wurde ich groß, ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, also für jedes Stück Brot dankbar sein zu müssen. Hm. Dieses Gefühl haben mir diese Pflegeeltern auch immer vermittelt. Sei dankbar für alles, was wir an Gutem für dich tun. Nun sind sie tot und das ist auch gut. Und mit 18 habe ich dann jemanden kennengelernt, der mir zum ersten Mal die Frage gestellt hat, wie geht es dir? Die intimste Frage, die man mir in meiner Kindheit gestellt hat, war, möchtest du noch eine Tasse Kaffee? Und da war jemand, der sich um mich gekümmert hat. Ich meine, das Ganze ist jetzt über 12, 13 Jahre her. Heute bin ich sehr, sehr viel klüger. Ich weiß, dass diese Leute geschult wurden, dass die also wirklich diese Fragen ganz gezielt gestellt haben. Und wann bekommen Sie die erste konkrete Aufgabe? Nach ungefähr einem Jahr. Oder nach ungefähr, sagen wir mal, 1,5 Jahren. Ich hatte damals keinen Job bekommen. Ich durfte in der DDR weder Abitur machen noch studieren. Das hieß also, ich musste irgendeinen Job lernen, das habe ich dann auch getan. Und dann habe ich also auch keine vernünftige Arbeit bekommen. Und da sagte dieser Mann dann, ich habe da meine Kontakte und so, ich kann dir da helfen, und habe dann einen Job bekommen. Und dann sagte er zu mir, ich habe dann als Kellner gearbeitet, das war sehr, sehr gut. Und er sagte zu mir, kannst du uns, heute stellt man sich vor, dass man denkt, schreiben Sie bitte uns ein Dossier über diesen und jenen Gast. Das ist ganz anders gelaufen. Man hat sich abends zu einem Bier getroffen und er sagte dann so, was hat dieser Journalist so alles erzählt, sag mal. Und dann haben Sie doch eine Ahnung gehabt, oder nicht? Ich hatte dann schon gewusst, worum es geht. Ja. Und was war das für Gefühl? Denn Sie sagen, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich bei der Stasi war und noch 2 Gläser und ich hatte es vergessen. War es eine Persönlichkeitsspaltung? So es etwa? War eine, ja, ja. Es ist etwas gewesen, die Gesellschaft war daraufhin angelegt, dass man alle wesentlichen und alle belangreichen Punkte immer wieder verdrängen konnte. Man musste zum Beispiel einen wichtigen Aspekt in dieser Gesellschaft permanent verdrängen, nämlich dass man zwischen Mauern lebt. Überlegen Sie sich, das ist für einen Holländer unvorstellbar, eingesperrt zu sein, von Geburt an. Also als ich 1 Jahr alt war, wurde die Mauer gebaut. Ich habe nie etwas anderes kennengelernt, bis zu meinem 24. Lebensjahr, als ich nach West-Berlin gehen konnte. Und alle Menschen in der DDR zum Beispiel, die vorher nun auch schon anderes kennengelernt haben, also Gesamtdeutschland, okay, der Zweite Weltkrieg, haben aber doch kennengelernt, dass man immerhin von Berlin meinetwegen nach München fahren konnte, wenn man das Geld hatte. Aber Sie können doch von Ost-Berlin das ganze Lebensraum da hinten besuchen, oder nicht? Das sagt jemand, der aus einem sehr kleinen Land kommt. Der ist damit, also, aber Sie können von hier aus nach Paris, wenn Sie wollen. Waren Sie schon mal in Paris? Ja, ja. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Und das konnte man in der DDR nicht. Man hat im Westfernsehen gesehen, Filme aus Paris, aus New York, und einige Leute in Ostberlin haben immer gesagt, ich glaube Niagara. Reden Sie doch jedenfalls von das Westen. Es gab doch eine... Natürlich, aber jemand hat zu mir gesagt, ich glaube erst, dass es die Niagara-Fälle gibt, wenn ich dort wirklich gestanden habe. Und warum haben Sie ihn denn so jung... Das hat ein ganzes Volk zur Verdrängung konditioniert. Denn wie kann man damit leben, wenn man das 24 Stunden am Tag spüren würde, dann würde man verrückt werden, diese Ungerechtigkeit, eingesperrt zu sein. Gut, und darum haben Sie Schriftsteller bespitzelt, oder nicht?
Ja, ich simplifiziere. Ich bin nur neugierig. Sie sind nicht nur neugierig. Ja. Sie simplifizieren, das ist also eine... Naja, simplifizieren heißt, es ist eine sehr simple, eine sehr einfache Methode. Ja. Das ist auch die blöde Sprache, natürlich. Na, wir können auch in Nederlands sprechen. Na gut, laat ik het eens in het Nederlands zeggen. Omdat je dus zo'n onaangenaam gevoel had in je eigen land, heb je er zo verlangde naar vaderliefde, heb je dus in de armen geworpen van een verbindingsofficier van de Stasi. Nee, weet je, ik heb altijd in mijn kindheid heb ik het gevoel gehad, voor liefde moet ik iets doen. Und das habe ich danach auch getan. Ich habe diesen Mann als Integrationsfigur in meinem Leben begriffen. Ein Mann, der Macht hatte, der über sein Leben bestimmte. Und das war für mich ein Hero. Aber Sie haben doch, wie Sie auch reden und was Sie auch für Theorien haben, ich kann das alles sehr gut verstehen. Es ist keine Beschuldigung, aber Sie haben doch Schriftsteller bespitzelt. Natürlich habe ich das getan. Aber, und auch war Wolf Biermann Ihr Idol. Und wenn man Wolf Biermann liest, er sagt, er hatte 70 persönliche Spitzel, die ihn beschatteten. Und er nennt sie seine Leibeigene, aber auch sein Todesfeinde. So, sie waren ja eigentlich ein Todesfeind von ihrem Idol. Das ging. Das ging. Das ist heute, das ist für mich auch das Furchtbare, das zu sehen, dass man beides konnte. Dass man eins konnte... Idole haben, aber trotzdem in sich diesen Destruktionstrieb zu haben und zu sagen, ich zerstöre. Aber wenn wir uns heute darüber unterhalten, dann sind mir heute nach sehr, sehr langen Jahren der Reflexion diese Dinge bewusst. Aber damals waren mir diese Sachen überhaupt nicht bewusst, das ist der Punkt. Eine konkrete, sehr simplifizierende Frage. Wieder eine. Ja, wie viel, was haben Sie eigentlich gemacht? Wie viele Leute haben Sie verraten? Konkret? 20, 30, 40? 50, 60? 70? Seriös? Die Aufgabe war... kein eigenes Leben zu leben. Die Aufgabe war, du wurdest angezapft. Du hast dich mit Menschen in einer Kneipe getroffen, per Zufall. Und die Aufgabe war, am nächsten Tag darüber ein Dossier zu schreiben. Das heißt, du hast, wenn du bei der Stasi warst oder bei irgendeinem, und dann, an dieser Stelle möchte ich insistieren, bei irgendeinem anderen Geheimdienst, lebst du kein privates Leben mehr. Du bist in einer solchen Abhängigkeit auch, dass du auch gar nicht begreifst, was du machst. Du lieferst alles nur noch, was sie wollen. Was mich so interessiert, du lieferst alles, was sie wollen, da sagt auch der Biermann, der sagt, dass die Leute, er hat sich verwundert über den Übereifer der informelle Mitarbeiter. Waren Sie auch so eifrig? Am Anfang ja. Am Anfang ja. Als ich angefangen habe, war ich 18. Als ich aufgehört habe, war ich 24. Als ich 23 Jahre alt war, habe ich begriffen, was da passiert. Also gemerkt, was passiert mit meinem Leben? Habe ich das überhaupt noch in der Hand? Zum Schluss war ich nicht mehr übereifrig. Zum Schluss habe ich versucht, Berichte zu fälschen. Ich habe versucht, Menschen aus der DDR rauszubringen. Und es hat in einigen Fällen geklappt, aber am Anfang war ich... Haben Sie auch Karriere verwüstet am Anfang, oder nicht? Natürlich, ja. Sie haben auch Geld dafür bekommen. Hat das Geld Ihnen nicht verdächtig gemacht? Ich meine, Sie haben als Kellner gearbeitet und Sie haben vielleicht mehr Geld bekommen. Ja, später habe ich also kein Geld mehr bekommen. Ja. Also später habe ich nicht mehr als Kellner gearbeitet. Ja. Und als Fulltime-Stasi. Fulltime-Job, ja. Und das war also ganz, ganz, ganz einfach zu sagen, meine Pflegeeltern sind gestorben und ich habe eine Erbschaft gemacht und von diesem Geld lebe ich jetzt.
Also diese Sachen konnte man also durchaus. Was mich so erstaunt, Sie haben Ihren Freunden gesagt, dass Sie für die Stasi arbeiten. Aber die wollten es nicht wissen. Sie haben es nicht gehört, Sie haben es nicht wissen wollen. Ja, weil das bringt ja in Gefahr irgendwie, dieses Wissen. Während der Nazi-Zeit wollte man auch nicht über die Gestapo reden. Während der Nazi-Zeit wollte man auch nicht über die Judenvernichtung reden. In der Bevölkerung. Und die Stasi war ein gesamtgesellschaftliches Tabu. Man hat nicht darüber geredet. Ein gesamtgesellschaftliches Tabu, das heißt auch, dass alle Schuld tragen oder nicht? Die Stasi ist ja nicht etwas, was, was quasi als Androiden in die DDR geflogen worden sind, um das schönste Land der Erde, diese kleine DDR, die nicht größer ist als Ohio, gewesen ist, Chotlov, Nöse weg, zu zerstören, sondern die Stasi ist ja aus diesem Volk geboren worden. Und ich habe die ersten 18 Jahre meines Lebens nicht mit der Stasi zusammengearbeitet. Und ich insistiere heute darauf zu sagen, ich habe nicht nur das Recht, sondern ich habe auch die Pflicht, die ersten 18 Jahre meines Lebens in der Tat zu verteidigen und zu sagen, was ist mit allen Lehrern in der DDR, die uns konditioniert haben, sagt ja, wehrt euch nicht, seid nicht kritisch. Das sind dieselben Lehrer, die, wie gesagt, auch in der Nazi-Zeit ihre Ideologie vermittelt haben. Was ist mit... Ist es nicht ein bisschen einfach, um die große Geschichte die Schuld zu geben? Wir bestehen aus Geschichte. Sehen Sie, wenn es einfach wäre, hätte ich dieses Buch... Moment, wenn es einfach wäre, hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. In diesem Buch steht... Moment mal. In diesem Buch steht konkret, was ich gemacht habe. Und ich habe hier das Recht, über diese Dinge zu sprechen, weil ich auch von alleine damit aufgehört habe. Und zwar im Alter von 24 Jahren und ich habe nicht wie andere bis 1990 mitgemacht. Nicht wie andere bis zu ihrem 45. oder 50. Lebensjahr mitgemacht. Wenn Sie in 85 aufgehört sind, warum haben Sie dann so lange gewartet, das Buch zu schreiben? Es ist erst voriges Jahr erschienen. Warum ist es so schnell gegangen, dass es schon vergangenes Jahr erscheinen konnte? Konnte es nicht früher erscheinen? Das ist das Problem, was heute sehr, sehr viele Menschen haben. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um darüber nachzudenken. Ich war 5 Jahre zu krank, um darüber zu schreiben. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um mich auch im Westen einzuleben. Also so eine, ich hoffe, dass Sie das nie erleben werden, so eine Emigration ist nicht gerade einfach, wenn man mit 24 plötzlich in einem anderen Land steht, mit 2 Koffern in der Hand. Fühlten Sie sich bedroht im Westen? Denn Sie haben nur die Stasi verraten, Sie alles verraten. Was passiert heute nach diesem Buch? Ja. Heute werde ich hoffe, dass es jetzt nachlässt, ich werde konkret bedroht. Also ich habe im Augenblick zum Beispiel mein Telefon abbestellt, weil ich also keine Lust mehr hatte, nachts um 3 beim Ficken irgendwelche Morddrohungen zu bekommen. Das wirkt sich nachteilig auf die... Das sind die Westdeutschen, die die Rolle von Scharfrichter spielen? Nein, das sind ehemalige Stasi-Leute. Auf Jürgen Fuchs, auf einen Kollegen von mir, ist also vor gar nicht allzu langer Zeit ein Attentat auf der Autobahn verübt worden. Als er im Spiegel diese nur mittlerweile berühmte Serie über die Stasi geschrieben hat, ist er mit seiner Frau und mit seinen Kindern untergetaucht. Das sind im Augenblick konkrete Probleme. Eine Zeitung in Berlin hat geschrieben, schon 3 Dichter tot. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant. Das sind die, wo nur eine Schlagzeile draufsteht und da musst du blättern. Und so zwischen Call Girls und dem Horoskop findest du dann die Information. Und da stand dann also, diese 3 sind tot und Sinakowski hat ein Buch darüber geschrieben. Was wird nun mit ihm? Also... Können Sie noch ohne Verrat leben? Na, ich bin ja pünktlich zu diesem Interview gekommen. Ja. Wenn ich Sie verraten würde, wäre ich nicht hier. Was soll diese Frage? Was soll diese dämliche Frage? Weil Sie haben gesagt, Verrat ist eine Lust. Sehen Sie, dann haben Sie, Sie reden ja immer von Simplifizieren, dann sind Sie vielleicht zu simpel, um dieses Buch zu verstehen.
Dieses Buch endet mit 1986. Dieses Buch, was nicht nur über die Stasi geht, was Sie die ganze Zeit diesem Publikum unterschlagen. Sie haben da jetzt einen Aufhänger für Ihre Show gefunden. Das ist interessant. Endet mit dem Bewusstseinszustand von 1986. Nein, ja, da endet das Buch damit. Da endet das Buch. Und der Satz wird in einer konkreten Situation 1984 gesagt. Aber nicht 1992. Aber ich frage es nur jetzt. Sie können sagen, nein. Verrat ist mir heute unerträglich. Das ist eine Antwort. Aber wo ist die Frage dazu? Weil Sie auch von Freundschaft reden zum Beispiel. Wenn man seinen Freunden bespitzelt hat, kann man sich fragen, was bedeutet Freundschaft noch in einem Leben? Dürft man noch Freundschaften zu machen? Wird ein Freund Ihnen noch vertrauen? Das sind doch konkrete Fragen. Sie können ja sehr beleidigt sein, aber es ist nur... Wenn ich beleidigt bin, dann könnte ich da ist die Tür, dann kann ich da hingehen. Also das ist das Schöne, nicht mehr in der DDR zu sein. Wissen Sie, was mich an diesem Interview stört, ist Ihre ungeheuerliche moralische Überheblichkeit. Es ist die moralische Überheblichkeit, die... Ich bin seit 7 Jahren regelmäßig in Holland. Ich bin sehr gerne hier und in einer Zeit, als ich nicht mehr wusste, ob ich leben oder sterben soll, haben mir meine holländischen Freunde geholfen zu überleben. Ich werde hoffentlich das nie vergessen. Ich habe in diesen 7 Jahren Holland kennengelernt und weiß, dass man diese Probleme hier nicht hatte. Dass wir uns vielleicht niemals verstehen werden. So blöd bin ich nicht, mein lieber Herr. Wenn ich ein Interview mache, dann nehme ich einen Platz in. Und das ist jetzt der Platz von einem Mann, der moralische Anmerkungen macht. Weil ich finde, es auch ein bisschen ein Beleidigung für die Leute, die den Mut hatten, nicht für die Stasi zu arbeiten. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben es gemacht. Das kann ich verstehen. Ich verstehe Ihre Jugendzeit. Das kann ich ja alles verstehen. Aber wenn Sie nur die Umstände die Schuld geben, dann denke ich nur an die Leute, die es nicht gemacht haben. Das sind nur meine Anmerkungen. Das ist nur einen lebendigen Dialog zu bekommen. Diese Anmerkungen, der Dialog ist ja lebendig. Aber Sie erwähnen ja jetzt selbst die Leute, die es nicht getan haben. Was? Sie erwähnen diese Leute, die es nicht getan haben. Was ist mit denen passiert? Warum haben Sie es nicht getan? Wie hat man Sie, sehen Sie, ich sitze Vielleicht heute... Vielleicht haben Sie einen moralischen Mut gehabt, es nicht zu tun. Ja, das ist eben Ihre moralische Art, hier zu investieren. Das frage ich mich nur. Es ist ein ganz anderer Punkt. Heute sitze ich zum Beispiel in Berlin zusammen. Wir trinken Bier zusammen, wir gehen zusammen essen mit Schriftstellern, die verfolgt wurden. Wir haben uns versöhnt. Und zwar aus dem Grunde, weil ich aufgehört habe, weil ich der Einzige bin, der darüber geschrieben hat, bisher. Und weil ich gesagt habe, im Gegensatz zu 100.000 anderen, gesagt habe, es gibt keinen Grund, das zu entschuldigen oder zu beschönigen. Es war von A bis Z Scheiße. Es war nichts anderes als Scheiße, die ich gemacht habe und ich bereue es immer wieder. Das ist ein klares Antwort. Und dann noch eine letzte Frage. Noch ein kleiner Moment. Ja. Und ich treffe heute zum Beispiel zusammen mit einer Psychoanalytikerin, die 1986 aus Ostberlin weggegangen ist, nach Westberlin. Und wir sitzen heute zusammen und sie sagt, ich komme aus einem Pastorenhaushalt. Mein Vater war Pfarrer. Und mein Vater hat mich, als ich 4, 5 Jahre alt war, hat er mich schon angefangen zu konditionieren. Wenn da mal jemand kommt und dich anspricht, dann musst du das und das und das bedenken. Und sie sagt heute, wenn ich diese Erziehung nicht gehabt hätte, wenn ich diese Erziehung von meinem Vater nicht gehabt hätte, der mir gesagt hat, wie gefährlich das ist, wie diese Leute arbeiten, dann hätte ich es vielleicht auch getan. Und so moralisch, wie Sie vorgehen, wird diese Deutschland... Ich hätte es auch getan in Deutschland mit all meiner Energie.
Das ist nicht die Frage. Wenn ich in Ostdeutschland gelebt hatte, vielleicht möglicherweise, weil ich war, wenn ich 14 Jahre alt war, schon Hauptredakteur einer Schulzeitung. Und man soll etwas mit seiner Energie tun. Und wenn es so wenig Möglichkeiten gibt. Es gab dann keine Schulzeitung in der DDR, das war auch verboten. Na, dann vielleicht werde ich auch für so etwas machen. Das ist, geht mir nicht, dass sie es getan haben. Es geht mir nur die Leute, die es nicht getan haben. Das interessiert mich. Und das war, aber ich glaube... Mein lieber Herr Sinakowski, wir sollen das Gespräch jetzt beenden. Das Buch kann man lesen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich glaube. You talk too much, you worry me to death. You talk too much, you even worry my head.